Hallo, Sportsfreund, schön, dass du da bist. Ich habe vor kurzem so einen Artikel in der Zeitung gelesen von einem Mediziner, der hat geschrieben, dass die Leute so impfaul sind. Und ein Grund ist, dass die Leute so wenig Informationen haben, deswegen gehen sie so wenig impfen, ist sich das eher umgekehrt. Das heißt, sie haben so viel Informationen, deswegen lassen sie so wenig impfen. Aber bitte, was weiß ich schon? Glaub mir heute wieder nichts. Der nächste Grund ist, dass der Aufwand zu groß ist. Das heißt, in Impfstoff beim Apotheker holen, zum Arzt fahren, dort ins Wartezimmer zu setzen, warten, bis der Arzt Zeit hat, reinzugehen, dort sie impfen zu lassen. Und das ist viel zu viel Aufwand und den Aufwand will man jetzt reduzieren. Das heißt, in Zukunft werden dann die Apotheker auch berechtigt sein zu impfen. Und ich finde, er hat vollkommen recht. Und deswegen werde ich das auch unterstützen. Und ich habe dazu ein paar Ideen. Ich war neugierig, was du dazu sagst. Meine erste Idee ist, und zwar vielleicht kennst du das, wenn du von Graz Richtung Deutschlandsberg fährst, da ist auf der rechten Seite nochmal Park and Pray. Gell? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Und zwar, du fährst rechts an den Straßenrand, gehst rein, betest ein paar Fantaunse, gehst wieder raus, setzt dich ins Auto und fährst weiter. Das könnte ich mir sehr, sehr gut beim Impfen auch vorstellen. Das heißt, Park und Impf, gell? Du steigst aus dem Auto aus, gehst rein, lässt dich impfen, steigst wieder aus und fährst weiter. Vielleicht könnte man das sogar, aber mittlerweile gibt es ja schon mehrere Kapellen, wo sie das anbieten, mit denen verbinden. Die nächste Idee, was ich habe, ist so das Impf-Through. Das ist so wie bei Mäcki, du kennst es sicher, du fährst rein, treibst die Scheiben runter, lässt dich impfen. Also hältst deine Hand aus, lass dich impfen, tust deine Hand wieder ein, tust die Scheiben auf sie und fährst weiter. Vielleicht könnte man das sogar mit so einem Franchise-System auch mit dem Mäcki dann machen, gell? Dass man, wenn du dort dann deine Pommes abholst, dass du, wenn du die Hand dann einhältst, dass du dementsprechend nachher auch gleich geimpft werden kannst. Gell? Da würde man nachher auch viele Risikopatienten dann auch gleich mit erwischen. Gell? Das ist meine zweite Idee. Meine dritte Idee ist Rabattmakel. Also die Leute lieben Rabattmarkerl. Dass man dort dann, wenn man alle 10. Mal, weil damit kann man das noch sicher machen mit dem digitalen Impfpass, da kann man das dann sicher auslesen, dass jedes 10. Mal gratis ist. Gell? Und oder dementsprechend den Leuten ein kleines Präsent nach Hause schickt, wenn man dann schon alles von denen hat. Und ich denke mal, die Leute werden dann auch viel, viel motivierter, öfter impfen zu gehen, weil die Viren werden sich verändern, deswegen wird man das noch auch öfter machen müssen. Und weil sie wissen, es ist gratis, das 10. Mal. Gell? Die nächste Idee, was ich habe, ich arbeite gerade an so einem Online-Kurs, so einem Online-Impfkurs. Gell? Der wird dann unter online-impfkurs.at aufrufbar sein. Das heißt, dort kannst du dann ganz normales Impfen lernen. Gell? Dort kannst du dann, ja, wenn du dann am Abend was mit deinen Freunden einmal beim Bier oder beim Grün oder Fondue oder was immer beieinander sitzt, dann kannst du gleich impfen, gell? Wenn du denen dann die Adresse weitergibst, am besten ist natürlich, dass sie das noch auch gleich machen, dass es sie noch auch ihre Familienmitglieder oder was auch immer impfen können oder dass man sie dann immer gleich gegenseitig bei Familienfest lag impfen kann. Gell? Ja, das wäre so mein Beitrag dazu. Und ich denke mir so, wenn man der Ärztekammerchef, das ist so ein lockerer und toleranter Typ und ein Rudi anschaut, wenn man den dementsprechend impft, dass das gar nicht einmal so abwegig war, wenn man diesbezüglich das Ganze unterstützt. Was meinst denn du zu meinen Ideen? Was sagst denn du zu dem Ganzen? Vielleicht hast du noch welche und kannst dir auch was dazu beitragen. Ja, dann Sportfreund. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und tschüss, Papa.